Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde, zu Dividenden aus der Matrix dieses Mal. Ich werde euch gleich sagen, woher das kommt. Oder ich jedenfalls im Verlauf werde ich es euch zeigen von diesem Video. Also das Starterdepot. Wir sind weiterhin dabei, von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Wie machen wir das? Indem wir erfolgversprechende Aktien aussuchen. Ich stelle euch ein paar vor. Meistens sind es drei und ihr stimmt dann ab, welche dieser Aktien es ins Starterdepot schafft. Das Spiel haben wir im letzten Video auch getrieben. Und wer hat gewonnen? Wir gehen mal ein bisschen weiter runter. Ihr seht, es gibt schon ganz viele Teile mittlerweile. Es war Teil 22, ist also bei Teil 23. Wir hatten hier im letzten Video, ging es um geheime Top-Aktien, um Microsoft-Bezwinger und Kursraketen. Jawohl. Es hat sich aber trotzdem SAP durchgesetzt gegen die geheime Top-Aktie Cognizant Tech Solutions. War wieder denkbar knapp, 43 zu 42% und Intuit hat 14% der Stimmen nur bekommen, obwohl ich die eigentlich ziemlich interessant fand, die Aktie. Aber gut, SAP ist auch ein gutes Unternehmen und eine gute Aktie. Insofern, SAP hat gewonnen und wir haben jetzt SAP im Sparplan. Hier seht ihr das Ganze, habe ich hier nochmal top aktualisiert. Wenn ihr übrigens ebenfalls hier in Aktien investieren wollt, langfristig steigenden Kursen, Dividenden zu profitieren, hier geht es zum Angebot, dann kommt ihr dahin und dann gibt es das Starterpaket. Was kriegt ihr da? 90 Tage Vollmitgliedschaft im Aktienfinder. Ihr könnt euch einen sparplanfähigen Broker aussuchen und dann könnt ihr mal schauen, ob der auch noch irgendwas für euch anbietet. Dann könnt ihr das auch noch kombinieren. Das ist das Starterpaket. Und gucken wir uns mal das Starter-Depot noch mal ein bisschen näher an. Ihr seht hier auf der Seite wachstumswerte.net die G&V. Hier momentan 1,74% Verlust. Da sind aber die Gebühren mit drin. Ist also nicht weiter wild. Und dann seht ihr hier die einzelnen Positionen, die wir jetzt im Depot haben, inklusive den angefallenen Dividenden nach dem Ex-Date, nach dem Anspruchsdatum hier. Und dann seht ihr hier die Dividendenmatrix, das heißt die einzelnen Positionen nochmal aufgeführt. Matrix nach rechts hier, die Dividendensteigerungsrate von 0 bis 4, über 24% Home Depot hier. Da seht ihr, wie hoch die aktuelle Dividendenrendite ist. Und je größer der Bummel hier, umso größer der Marktwert der Position. Sie sind unterschiedlich groß, weil die Anzahl der Ausführungen unterschiedlich groß ist. Also 3M und was ist das hier? Apple. Und Visa, die wurden nur einmal ausgeführt, die Sparpläne. Und die meisten zweimal und Microsoft und Cisco Systems schon dreimal. Und Amazon hier links unten in der Ecke, die schämen sich immer noch, weil sie keine Dividende bezahlen. Macht nichts. Das war die große Ausnahme. Haben wir ja gesagt, wir holen uns eine Aktie ins Depot, die noch keine Dividende bezahlt. Da profitieren wir also alleine von langfristig steigenden Kursen. Und irgendwann zahlen sie vielleicht auch mal Dividende. Weiter zum aktuellen Stand des Starterdepots. Hier Aufteilung nach Region. Nordamerika 69%, also fast 70% ist die USA und der Rest 31% sind Europa. Deutschland davon 18%. Das heißt, insgesamt sind es dann sechs Aktien hier, drei Aktien aus Deutschland, eine Aktie jeweils aus Niederlande, Großbritannien und Dänemark. Deutschland reicht jetzt, würde ich sagen, hier mit 18%. Wird ja noch mal ein bisschen kleiner werden. Warum? Weil wir noch drei Aktien hinzufügen. Da haben wir nämlich auch eine Abstimmung gemacht, wie viele Sparpläne ihr haben wollt. Und ihr habt euch schon entschieden für das Maximalprogramm 20. Und dann sind ja auch alle unsere, dann ist ja unser gesamtes Investitionsvolumen in Höhe von 500 € im Monat aufgebraucht. Andere Variante wäre gewesen, dass wir immer was ein bisschen ansparen, Monat für Monat, um das in einmal über Einmalzahlungen zu investieren. Habt euch jetzt dagegen entschieden, ist auch in Ordnung. Ihr habt euch im Prinzip für die bequemste Variante entschieden, das ist vollkommen legitim. Hier sehen wir jetzt die Aufteilung nach den Branchen und 5% ist jeweils eine Aktie. Also wir müssen noch drei Aktien hier vergeben. SAP ist hier gewesen, Software, IT und momentan in diesem Video sind wir hier in der hardware-nahen Technologie unterwegs. Ihr habt übrigens mir mitgeteilt, dass Tencent sparplanfähig ist. Finde ich ziemlich interessant, die Aktie, weil uns ja jetzt nur was fehlt hier aus Asien, haben wir keine einzige Aktie.
Wir hatten mal Japaner zur Abstimmung, die haben es aber nicht geschafft. Und meine Idee wäre jetzt, im nächsten Video soll ich mal Tencent analysieren und fundamental ein bisschen vorstellen und euch dann fragen, ob ihr die Aktie im Starter Depot haben möchtet. Das heißt, es wird ein bisschen anderes Format. Da würde ich einfach nur eine Aktie zeigen und ihr entscheidet dann einfach ja oder nein. Könnt ihr mal abstimmen, ob wir das machen sollen. Für der regionalen Gewichtung würde es gut tun. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, boah, noch mehr Technologie. Denn das wäre ja dann 35% mit der, also dann noch zwei Aktien dazu, dann sind es 35% Technologie. Kann ich mir vorstellen, dass im einen oder anderen zu viel wäre. Und was käme dann hier noch? Ich hätte gerne REITs, sind aber nicht sparplanfähig, momentan jedenfalls noch nicht. Ich könnte mir noch eine Tabakaktie hier ganz gut vorstellen. Die wäre dann hier im Konsumbereich, im nicht zyklischen Bereich hier unten, Lebensmittel, Tabak. Also da noch eine Aktie rein. Ihr habt auch mal gesagt, Versicherer. Was war noch? Telekommunikation habt ihr auch noch gesagt. Ich halte momentan Tabak für recht interessant. Könnt ihr auch mal schreiben, wie ihr das seht, in den Kommentaren. So viel zum aktuellen Stand. Dann gehen wir mal zu den Unternehmen, um die es diesmal geht. Habe ich in der Watchlist gemacht. Und das seht ihr das Ganze schon. Und zwar wollen wir uns jetzt mal mit Intel, Lam Research und Texas Instruments beschäftigen. Und Applied Materials habe ich jetzt dann rausgenommen. Ich habe die rausgenommen und ersetzt durch Lam Research, weil die Kennzahlen. Also zuerst habt ihr Lam Research selbst aufgeworfen. Ich hatte die vorher auch schon mal kurz angeschaut. Aber dann gab es im Kommentar nochmal Lam Research. Nach dem Motto, die verdienen an jedem Chip mit, was im Prinzip auch stimmt, an jedem etwas komplexeren Chip angeblich ist Lam Research mit beteiligt oder mit dabei. Und die haben, was die für mich wichtigen Stabilitätskennzahlen angeht, sind die immer so eine Nasenlänge Applied Materials voraus, 0,7 gegenüber 0,63 beim bilanzierten Gewinn. Stabilität Cashflow 0,78 gegenüber 0,73. Bei Umsatz sogar zwei Nasenlängen 0,87, 0,72. Ich dachte, okay, nehmen wir Lam Research statt Applied Materials. Lam Research ist etwas sportlicher bewertet momentan. Deshalb hier das höhere Ranking, habe ich mir auch mal angeschaut. Und die niedrigere Stabilität bei der Dividende, relativ niedrigere Stabilität von 0,69, hängt damit zusammen, dass Lam Research eben erst hier vor kurzem angefangen hat, überhaupt Dividende zu bezahlen. Ist also hier mit Vorsicht zu genießen, diese Kennzahl. Gut, gucken wir uns mal Lam Research an. Also im Prinzip können wir diese Unternehmen hier zweiteilen, nochmal in unterschiedliche Branchen. Also einmal sind es die Zulieferer. Lam Research und Applied Materials sind ein Zulieferer, Hardware-Zulieferer an beispielsweise Intel. Intel ist auch, das habe ich gesehen, ein Kunde von Lam Research. Ob Texas Instruments ein Kunde von Lam Research ist, das habe ich nicht rausgefunden. Was ich rausgefunden habe, ist, dass der Herr Lam, der Gründer von Lam Research, vorher bei Texas Instruments gearbeitet hat. Ist also alles irgendwie um ein, zwei Ecken miteinander verbandelt. Also Lam Research hat oder entwickelt die Matrix, jetzt genau Dividenden aus der Matrix, und das sieht man, das seht ihr jetzt hier, passt auf. Hier seht ihr erstmal, wir sind auf der Homepage von Lam Research, da seht ihr erstmal, wie es ganz normal aussieht, so kennt ihr das, die Realität, und jetzt kommt halt hier die Matrix. Und da seht ihr, alles ist irgendwie digitalisiert, überall sind irgendwo Chips drin, wo man es erwartet und wo man es auch weniger erwartet. Und diese ganzen Chips und alles Mögliche, alle Fertigungsverfahren in der Halbleiterindustrie, die werden immer komplexer. Die ganzen Designs, die werden immer kleiner. Das spielt sich im atomaren Bereich ab. Und Lam Research sorgt dafür, dass Unternehmen wie Intel eben entsprechend noch fertigen können und immer leistungsfähigere Komponenten erstellen können. Das macht Lam Research. Und kann man damit Geld verdienen? Können wir damit Geld verdienen als langfristige Investoren? Da seht ihr, dass hier die Umsätze jetzt so seit 2013 relativ stark angestiegen sind. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite seht ihr, dass hier die Margen relativ konjunkturanfällig sind. 2,2, 2,3 und 2,9 ging es nach unten. Da wurde dann auch hier Verlust ausgewiesen jeweils.
Während das werden wir nachher vielleicht noch sehen, bei Intel und Texas Instruments ist etwas, die haben nach wie vor Gewinne gemacht, auch während der Finanzkrise beispielsweise. Ich stelle mir das so vor, dass Lam Research eben relativ wenig Kunden hat, ausschließlich im B2B, also Business-to-Business-Bereich, zum Beispiel eben Intel. Und wenn es halt gerade mal nicht so läuft, aufgrund konjunktureller Probleme insbesondere, wie hier und hier, dann können die ihre Investitionen zurückfahren in der Corporation Texas Instruments und sparen dann eben bei Lam Research. Also es sind dann quasi ein schlechterer Kunde und das schlägt dann relativ schnell durch. Während Intel wiederum oder Texas Instruments, die kennen wir ja auch alle, die verkaufen eben eher an, ich sage es mal, Endverbraucher. Ist egal, ob das jetzt, also ans Ende der Wertschöpfungskette quasi, ist egal, ob das jetzt Konsumenten wie wir sind oder Unternehmen, die dann halt Smartphones oder Laptops brauchen. Die brauchen sie halt auch dann, wenn es jetzt gerade mal mit der Konjunktur nicht so läuft. Deshalb glaube ich, sind die Zulieferer hier etwas konjunktursensibler. Gehen wir mal in die Vollanalyse rein. So, und ändern das Layout. Was ich da oder was mir da aufgefallen ist, das ist, wir haben hier Aktienrückkäufe auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir hier relativ starke Erhöhungen der Anzahl der ausstehenden Aktien. Das heißt, da haben wir hier höchstwahrscheinlich Kapitalerhöhungen gehabt. Und wenn man sich das hier ein bisschen näher anschaut, dann wird das Ganze auch plausibel. Ich zoome hier mal etwas näher rein. Zwar hier seht ihr bei 2013, 20, von 2012 auf 2013 eben eine Erhöhung der Anzahl der ausstehenden Aktien um fast 40%, also doch ziemlich deutlich. Und dann seht ihr hier ein Jahr vorher, wie die Bilanzsumme sich erhöht. Wenn man die Treasury Stocks weg, dann seht ihr das vielleicht ein bisschen besser und das auch. Hier machen wir Schulden auch mal weg. Seht ihr hier, wie die Bilanzsumme sich erhöht und ist schwer davon auszugehen, dass die beiden Dinge hier miteinander zusammenhängen. Das heißt, die über die Anzahl, über diese Kapitalerhöhung wurde dann hier eine Übernahme finanziert. Dass es eine Übernahme war, das sieht man dann hier auch am Goodwill, der vorher quasi nicht existent war und danach war er knapp 1,5 Milliarden US-Dollar groß. Und wie wir vorhin schon gesehen haben, ziehen seitdem dann auch die Umsätze stärker an. Das sind dann wahrscheinlich die bilanzierten Umsätze auch des übernommenen Unternehmens. So hängt es dann alles irgendwie miteinander zusammen. Gut, gucken wir uns vielleicht nochmal an, ob die Schulden eventuell ein Problem sein könnten. Ich würde jetzt eher sagen, nein, es sieht hier eine relativ hohe Tilgungskraft. Schulden von 7,3 Milliarden US-Dollar, Tilgungskraft allein 2 Milliarden. Das heißt, zwischen 3 und 4 Jahren wird es dauern, bis die ganzen Schulden dann weg wären. Was interessant ist, im positiven Sinne, das ist, dass der freie Cashflow sehr hoch ist. Geht immer noch mal ein bisschen was vom operativen Cashflow ab, aber ich hatte ursprünglich gedacht gehabt, meine Erwartungshaltung wäre gewesen, dass der doch deutlich niedriger als der operative Cashflow wäre, erkläre ich mir jetzt im Nachhinein so, dass Lam Research, wie der Name eigentlich hier schon sagt, sehr forschungsintensiv ist, aber dass die nichts produzieren an sich, wie beispielsweise Intel oder Texas Instruments. Und deshalb brauchen die halt auch keine großen Fabrikanlagen, deshalb brauchen die auch relativ wenig Investitionen. Und der Research, der geht ja schon vom operativen ab. Insofern ist dann kein großer Unterschied mehr zwischen dem freien Cashflow und dem operativen Cashflow, was wiederum natürlich für die Dividenden ganz nett ist. Die sind ja hier locker gedeckt, wie ihr hier sehen könnt. Da ist also noch ein bisschen Luft nach oben. So viel zu Lam Research. Nein, nicht so viel zu Lam Research. Die Bewertung müssen wir uns ja noch angucken, nicht wahr? Guck, machen wir das mal. Leiten wir erstmal die Bewertung ab. So, ihr wisst ja, Bewertung, Fair Value, immer nur Annäherungen. Deshalb müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen, wie wir uns am besten annähern. Müssen wir erstmal wieder so einen Zeitraum suchen, der charakteristisch ist für das Unternehmen. Können wir gerne auch so eine Krise mal reinnehmen hier. Finanzkrise. Aber wir haben ja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir ja gesehen gehabt, dass die ja was übernommen hatten. In 2012, 2013 würde eigentlich eher dafür sprechen, dass wir hier einen kurzen Zeitraum auswählen, wo ausschließlich das übernommene Unternehmen schon drin ist. Das wäre dann ab hier. Dann seht ihr dann auch,
dass die KGVs mehr oder weniger alle so weit in Ordnung sind, in dem Sinne, als dass sie schon in der Nähe von da sich bewegen, wo wir momentan stehen. KGV im Schnitt wieder in 15, KCV ja 12,5. Momentan sind wir etwas höher. Wenn wir also auf eine Überbewertung wahrscheinlich rauslaufen. Die Dividende hier, seht ihr, die wurde erst vor kurzem angefangen zu bezahlen und die hat sie noch, wir haben noch keine, oder mit anderen Worten, wir haben noch keine zuverlässige Dividendenhistorie, deshalb machen wir da kein die Fair Value Dividende, zeigen wir das gar nicht an. So, das ist der Kurs. Der ist ja halt ganz schön abgegangen hier in den letzten Jahren von 2014 bis 2019. Lag bei 57 US-Dollar und jetzt liegt er bei 230 US-Dollar. Wir hätten das Shutter Depot schon in 2014 starten sollen. Aber besser spät als nie, ne? So, Fair Value, KGV, KCV. Naja, da seht ihr erstmal, dass die steigenden Gewinne durchaus auch steigende faire Werte nach sich ziehen. Momentan sind wir dann hier. Die Gewinne gehen aber wieder, werden aber wieder rückläufig sein. Und dann hätten wir eine Überbewertung. Jetzt sind wir mal ein bisschen näher hier ran. So, dann hätten wir hier eine Überbewertung. Und ab dem nächsten Jahr wäre dann wieder der faire Wert erreicht. Der operative Cashflow soll seitwärts laufen und der wäre dann genau der faire Wert am Aktienkurs. Ja, also hier wäre der faire Wert 180, momentan ist er 230 und da wäre dann auch 230, 240. Also momentan, ich würde es mal so interpretieren, auf die nächsten Monate leichtes Rückschlagpotenzial, aber dann, wenn man es länger im Depot hat, dann entspricht dann der Aktienkurs durchaus dem fairen Wert und je länger wir in die Zukunft gehen, umso wahrscheinlicher wird es, dass wir dann in die Unterbewertung reinlaufen. Ja, so viel zur Fair Value Analyse dann von Lam Research. Man könnte das Ganze nochmal, sollen wir es mal machen? Sollen wir mal hier und gucken, was für ein fairer Wert rauskommt, wenn wir hier zum Beispiel seit 2005 das Ganze nehmen. Warum 2005, damit wir nicht die 48er KGV reinkriegen? Machen wir mal. Interessant wird jetzt sein, wie sich das KGV ändert, das durchschnittliche von 15 auf 15,1. Macht überhaupt keinen Unterschied. Also brauchen wir gar nicht groß zu ändern. Also wenn ihr seht hier, ist mehr oder weniger das Gleiche. Nur beim KCV geht es etwas deutlicher nach unten. KCV ist negativer, weil das langfristige KCV einfach noch niedriger war als das KCV hier seit 2014. Aber die prinzipielle Aussage ist ähnlich. Ist halt nicht ganz so einfach zu bewerten, weil wir hier halt doch ein relatives Auf und Ab haben, ne? Beim Gewinn und beim operativen Cashflow. Gucken wir mal an, ob das bei Intel besser ist. Dann gehen wir erstmal in die Wachstumsanalyse rein. Kann man schon an den Kennzahlen erkennen, dass es besser ist. Hier Stabilität des Gewinns 0,85, 0,7, Stabilität Cashflow 0,93, 0,78. Und noch stabiles Umsatz deutlich höher. Das Ganze sieht man dann auch hier grafisch recht schön, dass die Umsätze geht immer mal wieder hier kleine Zacken, aber im Prinzip steigen sie. Und die Margen, die sind ja, da ging es mal ziemlich drunter und drüber. Eingebrochen in 2001, in 2009, aber auch in 2006. Da glaube ich, hat AMD Intel auch zugesetzt. Aber seit 2013 relativ konstante Margen, hat sich das Geschäft dann stabilisiert. Das Ganze sieht man auch hier bei Pro-Aktien-Kennzahlen, dass wir mal auch auf und ab haben, hier in 2001 Ergebnisrückgang. Dann haben wir hier eine Phase der Stagnation auch von 2006 bis 2009. Und dann wieder ein Wachstumsschub. Dann wieder hier Stagnation, dann hier wieder ein Wachstumsschub und jetzt wieder kleine Stagnationsphase und dann hoffentlich doch mal wieder Wachstumsschub. Und Dividenden haben wir hier steigende Dividenden, langfristig steigende Dividenden, die auch soweit nicht gefährdet sind. Und hier seht ihr das, was ich ursprünglich bei Lam Research erwartet hatte, Fehlbedienung hier, dass es doch einen relativ großen Unterschied gibt zwischen operativen Cashflow und freien Cashflow. Aber
Die Dividende hat hier noch ordentlich Luft, wie ihr hier seht. Da ist noch ein bisschen was über, bis die Dividende den freien Cashflow erreicht. Noch über die Hälfte, also knapp. Ich kann es ja hier ablesen, wie hoch ist die Ausschüttungsquote? Freien Cashflow 42%. Also da ist auch noch Luft. Gucken wir uns mal die Vollanalyse Und ach so, soll ich noch sagen, was Intel eigentlich macht? Ja, ich glaube, ihr wisst es, bei Intel arbeiten so kleine blaue Männchen und die tanzen und so weiter. Und wenn sie gerade nicht tanzen, dann machen sie irgendwas davon, von den Produkten hier. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich Intel durch die Prozessoren. Intel Inside hat ein bisschen an Glanz verloren, weil mittlerweile sind ja Prozessoren überall. Und gerade in diesen kleinen Geräten, Kühlschränke, Autos, aber auch hier Smartphones, sind weniger Prozessoren von Intel, sind eher ARM-Prozessoren. Aber die machen nicht nur Prozessoren, die machen auch Grafikkarten, vor allem integrierte Grafikkarten, Motherboards, Mainboards, Hauptplatinen, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Speicher, da kommen die ursprünglich her, Modem-Technologie und so weiter. Die machen relativ viel und sind nach wie vor führend im Bereich von Desktop-, Laptop-Prozessoren. Da kommt man an Intel nicht vorbei. Hier sind wir. Und ihr seht, dass man damit langfristig auch weiterhin Geld verdienen kann. Ja, was gibt's hier? Ihr seht, hier gibt keine eigenen Aktien, die werden also eingezogen. Dass Aktien zugekauft werden, sieht man hier. Mal mehr, mal weniger. Seit 2017, 2016, 2017 relativ wenig. 2011, 2012 relativ viel, um die 5%. Ja, alles jetzt würde ich sagen, nicht sonderlich aufregend. Die Bilanz wächst seit 2010 wieder. Wird hier zugekauft, sieht man, dass der Goodwill stetig steigt. Insgesamt Schuldenquote liegt bei 42%. Das ist alles soweit okay. Tilgungskraft 8 Milliarden, Schulden 56 Milliarden. 6, 7 Jahre bräuchte man dann quasi rechnerisch bis Intel, bis die Schulden getilgt werden. Also alles Roger. Für mich keine Auffälligkeiten. Gucken wir uns mal die Bewertung an von Intel. Leiden die erst wieder her, weil ihr ja wisst, dass so eine Bewertung ist ja immer nur so ein Pi mal Daumen Ding, eine Einschätzung quasi, eine Annäherung. Und man könnte hier immer noch ein KGV von 50. Momentan haben wir ein KGV relativ niedrig, irgendwo zwischen 11 und 12. 50 ist aber zu hoch. Hier war mal 150, das ist aber als Ausreißer markiert. Hier haben wir immer 20er KGVs und dann haben wir hier plötzlich nur noch 10er KGVs ab 2010. Das heißt, wenn wir ab hier bewerten, ist das durchschnittliche KGV deutlich niedriger, als wenn wir das hier mit reinnehmen. Ich würde auch mal hier hingehen. Ich würde ab hier mal anfangen zu bewerten. So. Und dann haben wir hier durchschnittliches KGV von 12, KCV von 7,3. Dann legen wir da mal. Ach so, Dividende habe ich gar nicht, ne? Dividende können wir jetzt auch nehmen für die Bewertung. Das ist eine schöne Dividendenhistorie. Dann haben wir hier den Kursverlauf von Intel. Hier ist hier eine Durststrecke, die man überwinden musste als Intel-Aktionär. Hier ging es nach unten und seitdem wir hier markiert haben, da ging es wieder nach oben. Okay, gucken wir uns mal hier Fernwert basierend auf dem Gewinn an. Seht ihr hier eine Phase der Unterbewertung, Überbewertung eigentlich die ganze Zeit und dann hier wieder Konsolidierung. Momentan der leichte Überbewertung. Ach so, wir müssen noch die anderen Fernwerte hier einblenden. So, und jetzt können wir ein bisschen näher ranzoomen. Das seht ihr in 2014 relativ klare Überbewertung. Hier in 2012 mal Phase der Unterbewertung. Hier, ja, leichte Überbewertung und dann hier relativ deutliche Überbewertung und dann hier so eher so eine Seitwärtsphase zwischen den Fernwerten irgendwo. Und diese Seitwärtsphase ist noch nicht beendet scheinbar. Und der faire Wert, müssen wir noch ein bisschen näher ranzoomen. Hier seht ihr, dass an die basierend auf der Dividende wäre die Aktie jetzt überbewertet. Das heißt, sieht man noch im Dividendenturbo, dass die aktuelle Dividende mit 2,25% Pi mal Daumen deutlich niedriger ist als hier in der Vergangenheit. Da gab es sogar mal
knapp 4,5% Dividende. Das ist jetzt also relativ wenig momentan, wie es gibt. Aber basierend auf den Gewinnen und Cashflows ist die Aktie jetzt momentan leicht überbewertet. Der Kurs liegt bei 52 US-Dollar und der faire Wert irgendwo zwischen 48 und 49 US-Dollar, basierend auf den Schätzungen des laufenden Geschäftsjahres und basierend auf den Schätzungen des nächsten Geschäftsjahres. Da wäre dann die Aktie fair bewertet und leicht unterbewertet schon. Noch ein Geschäftsjahr weiter. Also auf Pi mal Daumen. Man hätte, leider können wir nicht mit einer ganz hohen Dividendenrendite einsteigen, aber Pi mal Daumen ist die Aktie ungefähr fair bewertet momentan. Gut, gehen wir mal zu Texas Instruments. Texas Instruments hatten wir ja schon vorgestellt. Die haben schon zweimal verloren. Das ist die dritte und letzte Chance für Texas Instruments ins Starterdepot Einzug zu finden. Moment, ich wollte euch mal zeigen, wo die schon angetreten sind. Hier einmal im dritten Teil bereits. Da haben sie auch 30% der Stimmen bekommen. Das ist auch ein Grund, warum ich die wiederhole, weil die haben immer relativ gut abgeschnitten, aber sie haben halt immer verloren, nichtsdestotrotz. Hier also fast ein Drittel der Stimmen gekriegt, aber gegen Cisco Systems letztendlich verloren. Und dann haben sie nochmal verloren gegen Apple. Und zwar mit 1% der Stimmen haben sie 33% der Stimmen bekommen und Apple 34%. Deshalb habe ich gedacht, komm, gib's dir nochmal eine Chance. Ich habe es ja aber schon vorgestellt, das heißt, ich werde mich hier allein nochmal auf die aktuelle Bewertung beschränken und werde dann das Video, wo ich zum ersten Mal Texas Instruments analysiert habe, verlinken für euch. So, gucken wir uns erstmal hier das Fundamentale an. Da seht ihr das, langfristig steigende Gewinne, Cashflows, Dividends as well. Und dann nehmen wir mal Bewertung. Ich denke, ab hier ist es charakteristisch auch vom KGV. Hier 24, da auch 24, da war es noch 35, war es also noch relativ hoch. Und dann haben wir hier leichte Seitwärtsphase und ab hier haben wir wieder schön anziehende Gewinne. Man könnte also theoretisch auch sagen, man bewertet das Unternehmen ab hier erst. Aber es macht keinen großen Unterschied. Sehe ich jedenfalls nicht. Also gucken wir mal hier den Bewertungszeitraum. Dann haben wir hier eben die durchschnittlichen Multiples, durchschnittliche Dividendenrendite. Legen dann mal den Kurs hier an. Und da sehen wir auch Seitwärtsbewegung erstmal. Bei Intel ging es ja nach unten. Hier haben wir eine Seitwärtsbewegung gehabt. Ging leicht nach unten. Ich gebe es zu, wenn man hier die Punkte markiert, geht auch nach unten. Und dann aber schon seit 2,8 dann hier eine Aufwärtsbewegung. Legen wir mal die ganzen fairen Werte drüber. Der faire Wert basierend auf der Dividendenunterbewertung an. Warum? Weil das hier nur 0 unter 1% Dividendenrendite gegeben hat. Momentan geht es aber 2,8 ungefähr. Das heißt, den blenden wir mal aus und gucken dann, wie das hier aussieht. Und ja, ist das der Grund, warum wahrscheinlich ein paar Leute nicht für Texas Instruments gestimmt haben? Weil die Aktie momentan sportlich bewertet scheint. Der faire Wert wäre irgendwo zwischen 90 und 100 Dollar und der Aktienkurs liegt auch bei 127 Dollar. Und selbst wenn wir hier steigende Gewinne und operative Cashflows den Prognosen entsprechend annehmen, dann schaffen wir es nicht, bis 2021 den aktuellen Kurs zu erreichen. Gut, spricht jetzt aber eher gegen Einmalinvestment als gegen Sparplan. Sollte der Markt tatsächlich irgendwann zu der Erkenntnis kommen, dass die Aktie überbewertet ist, sei es im Rahmen einer Börsenschwäche, sei es, weil mal die Zahlen vielleicht ein bisschen enttäuschen, dann haben wir hier zwar ein gewisses Abwärtspotenzial, wenn man hier jetzt mal verknüpfe, dann hätten wir hier 25% knapp, wo es nach unten ginge. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite würden wir dann einfach weiterkaufen und billiger hier dann in Texas Instruments weiter investieren. Insofern wäre das ja nicht ganz schlimm. Ja, das wären diese drei Kandidaten. Da bin ich mal gespannt, für wen ihr euch entscheidet. Ist vielleicht nicht ganz so einfach. Ach so, gucken wir uns nochmal die Kennzahlen vielleicht an, die Dividendenkennzahlen.
Ihr seht, was die Dividendenrendite angeht, da gibt sich Intel und Texas Instruments gar nichts. Beide 2,4%, Lam Research 1,9%, also halbes Prozent weniger. Ausschüttungsquote sind bei allen im grünen Bereich. Lam Research hat erst angefangen auszuschütten, haben halt noch einen größten Aufholbedarf quasi, deshalb auch die Ausschüttungsquote am niedrigsten. 25% basierend auf dem Free Cashflow nur. Und dann haben wir hier die Wachstumsraten der Dividenden. Das ist natürlich Lam Research auf 5 Jahre 90%. Ja, das ist natürlich nicht, das kannst du mit Vorsicht ja zu genießen, weil wie gesagt, die haben ja erst angefangen zu bezahlen. Etwas repräsentativer für Intel und Texas Instruments und bei Texas Instruments, die haben halt ordentliches Dividendenwachstum. Gucken wir mal noch mal kurz an. Hier sieht man das auch, das Dividendenwachstum. Ob sich das noch so weiter auf unbestimmte Zeit fortschreiben lässt, sei mal dahingestellt. Aber hier von den Kennzahlen ist es natürlich wirklich ordentlich. Man sieht schon eine leichte Abschwächung, aber 18% sind immer noch ziemlich viel. Ja, das sind die Kennzahlen und dieses starke Dividendenwachstum hier, das schlägt sich dann auch im Dividendenbenchmark nieder. Intel übrigens Steigerungsraten zwischen je nachdem 8 und 4 oder 9 und 4%. Und wenn wir das Ganze dann hier angucken, sieht ihr Texas Instruments hier schön dynamisch. Wie gesagt, ist mit Vorsicht zu genießen, da ist dann halt ein Algorithmus. Die ersten Jahre sind 1 zu 1 die Prognosen und nachher wird eben geguckt. Basierend auf dem bisherigen Dividendenwachstum wird es dann halt quasi in die Zukunft fortgeschrieben. Was anderes kann man ja relativ schlecht machen. Und das wird wahrscheinlich bei Texas Instruments etwas zu optimistisch sein, obwohl ich ja immer noch mit einem Abschlag rechne von 2% pro Jahr. Ist aber natürlich dann trotzdem relativ groß. Da kommen die anderen eben nicht gegen an im Dividendenbenchmark. Intel seht ihr hier. Das ist eine Seitwärtsbewegung quasi dann dagegen. Also ist auch eine Steigerung. Ich zeige euch mal Intel und dann Lam Research hier. Also sieht schon mal gar nicht so schlecht aus eigentlich, sollte man annehmen. Aber gegen Texas Instruments kommt halt keiner an, weil wie gesagt die Zahlen hier eben so hoch sind. Ich denke nicht, dass es wirklich realistisch ist. Ich glaube nicht, dass das Wachstum beibehalten werden kann. So, ein Hinweis sei noch erlaubt. Und zwar habe ich hier einen kleinen Artikel geschrieben, der kann interessant für dich sein. Dividendenaktien mit Rabatt ist auf meinem Blog. Und da zeige ich dir Aktien, die momentan eine relativ hohe Dividendenrendite haben im Vergleich zur Vergangenheit. Und dann gehen wir hin. Beispielhaft zeige ich dir, wie du dann schauen kannst, ob das eher faule Eier sind oder nicht. Wie du also eine zweite Art der Bewertung hinkriegst, basierend im Prinzip auf der Bewertung, die ich dir jetzt auch schon gezeigt habe. Und wie du dann auch nochmal darauf achten solltest, dass es langfristige Gewinnwachstum gegeben ist. So, jetzt würde ich aber sagen, stimmt doch mal ab, ob ihr eine dieser Aktien hier im Depot haben wollt, beziehungsweise welche. Und dann bin ich mal gespannt aufs nächste Video, wie ihr zu Tencent steht. Bis dann, danke fürs Zuschauen. Tschüss.